Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, in der Tat ist es, glaube ich, erfreulich. Es gab mal Zeiten, da wurde auch hier im Haus, insbesondere von grüner Seite, aber zum Teil auch von anderen, unterschieden zwischen der sogenannten Old Economy und der New Economy. Die einen waren vermeintlich von gestern und die anderen waren vermeintlich von morgen. Ich freue mich, dass ich heute keinerlei Ausführungen in diese Richtung gehört habe, sondern ganz im Gegenteil, man sehr differenziert über alle Fraktionen hinweg dargelegt hat, dass es eben zusammengehört und dass man dieses nicht auseinander dividieren kann. Und auch die Rolle des Stahls hier entsprechend thematisiert wurde und wird, die uns heute ja auch beschäftigt. In der Tat ist der Stahl nach wie vor ein Innovationsträger, also auch zukunftsträchtig und zukunftsfähig. Wir haben heute in Europa 2500 Sorten verschiedene Stähle und Legierungen. Davon waren 25% vor 5 Jahren sozusagen noch nicht auf der Welt. Die sind erst jetzt entwickelt worden. Und das macht, glaube ich, deutlich, dass der Stahl auch heute noch ein Innovationsträger ist und in all die Bereiche, die ja schon angesprochen wurden, vom Haushalt, vom Kochtopf, über das OP-Besteck bis hin zur Windkraftanlage, zu Kraftfahrzeugen, in allen Bereichen des Lebens und der Wirtschaft entsprechend eine wichtige Rolle spielt. Deshalb muss es unser gemeinsames Bestreben, glaube ich, sein, diese Wertschöpfungsketten, die heute auch angesprochen wurden, die können nicht einfach importiert werden. Wenn diese Wertschöpfungsketten mal getrennt sind, dann finden diese Innovationen nicht mehr bei uns statt, dann finden sie irgendwo anders statt. Das haben wir in anderen Sektoren, in anderen Bereichen erlebt. Deshalb ist es wichtig, dass die energieintensiven Branchen mit diesen Wertschöpfungsketten, und da ist der Stahl eine, da zählen aber auch Kupfer, da zählen Aluminium, da zählen andere Bereiche dazu, dass die in Deutschland gehalten werden und auch eine Zukunft haben. Sie werden auch weiterhin als Baustoffe in der Infrastruktur langlebig, recycelbar, nachhaltig sein. Wenn wir über Materialeffizienz reden, wenn wir über Recycling reden, dann spielen diese Materialien auch zukünftig eine wichtige und herausragende Rolle. Deshalb gilt es hier, entsprechend diese Zukunft auch zu sichern. Was ist zu tun? Ich glaube, es ist ja teilweise bereits auch angesprochen worden oder angeklungen. Zum einen sollte man nicht nur irgendwo anders auf der Welt die Schuldigen suchen, sondern wir müssen zunächst mal unsere Hausaufgaben hier vor Ort machen. Das heißt, in der Tat in Forschung und Entwicklung weiterhin investieren. Wir investieren in Deutschland pro Jahr 200 Millionen Euro in Forschung und Entwicklung im Stahlbereich. So viel wird nirgendwo auf der Welt investiert. Ich glaube, das ist gut angelegtes Geld und das sollte man auch weiterhin so tun. Dann ist das Thema Klimaschutz angesprochen worden. Kollege Fuchs hat dargestellt, eine Tonne Stahl in China produziert, emittiert mehr als ein Drittel mehr an CO2-Emissionen. Deshalb ist natürlich auch die Produktionseffizienz, die Klimaeffizienz ein Maßstab, wo wir mit unserer Technologie, mit unserer Innovation nicht nur hier in Deutschland und Europa dafür sorgen, dass dieses produziert wird, sondern vielleicht auch unsere Technologie verkaufen können, weitergeben können, dass auf der Welt insgesamt auch der Stahl klimaeffizienter produziert wird. Und dann vielleicht doch, weil das einmal wieder angeklungen ist, da gibt es ja doch schon auch den einen Unterschied und das muss man, den einen oder anderen Unterschied, und das sollte man, glaube ich, vielleicht durchaus auch hier dann ab und zu mal auch noch mal darlegen. Das ist die Frage der Kosten. Kollege Krischer hat bestritten oder gesagt, wenn ich es richtig verstanden habe, auf die Frage des Ministers oder aus der Ausführung des Ministers, dass in den USA oder auch hier von der linken Seite die Kosten so viel geringer sind. Es gibt ein Beispiel, das kennen Sie alle, ist jetzt nicht aus dem Stahlbereich, aber das, weil es angesprochen wurde, weiß ich gerade zufällig auswendig oder habe es parat. Die Firma Aurubis, die wahrscheinlich die meisten kennen, in Hamburg, die größte deutsche Kupferhütte, die hat quasi das gleiche Werk in den USA. Und in den USA hat sie fast die doppelten Stromkosten als in Deutschland.
fast die doppelten Stromkosten als in Deutschland, genauso wie es dargelegt wurde. Und dieses hängt natürlich zusammen, die stehen im Wettbewerb. Und wenn wir dann nicht hier Entlastungen geben für diese Unternehmen, dann werden sie natürlich hier am Standort in Deutschland und Europa keine Zukunft haben. Genau deshalb brauchen wir eine Differenzierung und müssen diese Entlastungsregeln auch in Deutschland und in Europa. Habe ich es falsch rum gesagt? Sie haben knapp 50 Millionen Kosten in Deutschland, Stromkosten für die gleiche Anlage, und in den USA nur die Hälfte, nämlich 25 Millionen. Aber Sie haben ja alle gut aufgepasst oder mitgedacht. Insofern hat es ja dann wahrscheinlich auch jeder verstanden. Die Frau Roth lacht, also sie hat es auf jeden Fall, verstanden und auch nachvollzogen. Also deshalb wird ja, glaube ich, klar, dass wir dieses auch in Europa und in Deutschland schaffen müssen. Und jetzt kommen wir zum Thema China. Und da will ich vielleicht doch noch mal die Dramatik auch mit einigen Zahlen noch mal unterstreichen, um was es eigentlich geht und wie sich auch die Stahlproduktion entwickelt hat. Wir haben in der Tat heute die Situation, dass in China über die Hälfte der Weltstahlproduktion liegt, während beispielsweise 1990 in China noch weniger als 9% der Weltstahlproduktion lagen und in Europa 25% lagen, sind es heute nur noch 10%. Und in absoluten Zahlen ausgedrückt haben wir heute eine Weltstahlproduktion von über 1600 Millionen Tonnen weltweit, von denen über 800 Millionen Tonnen in China produziert werden und wir eben in Deutschland im Moment gerade mal 42 Millionen Tonnen produzieren. China hatte 1980 noch weniger als diese 40 Millionen Tonnen produziert. Insofern wird deutlich, was sich dort getan hat und was sich da entwickelt hat. China hat allein in den letzten beiden Jahren mehr Stahl produziert und verbraucht als das Ursprungsland der Industrialisierung, Großbritannien, seit der industriellen Revolution Mitte des 18. Jahrhunderts bis heute verbraucht hat. Nur mal, um die Dimension anzusprechen. Und das heißt natürlich auch, dass die Chinesen diese Kapazitäten, wenn es jetzt mit dem Wachstum nicht mehr so weitergeht, natürlich auch anpassen müssen, dass diese Kapazitäten nicht so erhalten werden können und dass die, die dann eben nicht mehr die modernen Anforderungen entsprechen, auch vom Markt genommen werden. Und da müssen wir auch dafür werben und es deutlich machen, dass von chinesischer Seite dieses auch freiwillig entsprechend erfolgt und hier entsprechende Bereinigungen vorgenommen werden. Das Zweite ist auch klar, dass wir ein Level Playing Field brauchen. Aber wir brauchen in der Tat und können uns es auch nicht leisten, einen Handelskrieg. Und da müssen wir sehr aufpassen. Kollege Gabriel hat es ja angesprochen. Beim PV haben wir da sehr, sag mal, gemischte Erfahrungen gemacht. Da haben wir auch gesagt, bei den Modulen, da müssen wir jetzt entsprechende Zölle erheben und das Dumping verhindern. Im Ergebnis haben wir heute die Situation, dass die Module in Europa teurer sind durch unsere Zollaktivitäten, als die im Rest der Welt sind und dass unsere Stromverbraucher heute höhere Kosten zahlen, als eigentlich notwendig ist. Da ist auch die Europäische Union und wir gefordert, unsere Mechanismen anzupassen. Ich glaube, Frau Andreas, Sie haben es angesprochen, in den USA geht es wesentlich schneller und die haben viel höhere und schnellere Möglichkeiten und höhere Zölle. Da sind wir gefordert, in Europa gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere Aktivitäten hier beschleunigt werden. Jetzt möchte ich noch auf den letzten Punkt, weil die Zeit schon wieder vorüber ist, noch mal eingehen, auch noch mal auf das Thema Emissionshandel und Klimaschutz. Das muss also, wenn aber die einen keinen Klimaschutz haben oder keine Instrumente, andere haben sie, dann müssen wir versuchen, dass wir das Gleiche bekommen. Deshalb müssen wir die Chinesen unterstützen, dass sie auch Emissionshandelinstrumente einführen und dass wir dann die verschiedenen Systeme miteinander verknüpfen und die entsprechend innovativ gestalten. Jetzt kommt mal die Kollegin Baerbock zu Hilfe. Nein, die kommt nicht zu Hilfe, denn wenn die Redezeit vorbei ist, gibt es auch keine Zusatzfragen mehr. Das ist eigentlich schade. Also dann muss ich leider langsam zum Ende kommen. In nein. Also insofern sollten wir dieses Herr nicht mit Kollege Pfeiffer, Sie müssen schnell zu Ende kommen. Müssen die Dinge miteinander verknüpfen. Und wenn wir in dem Sinne, wie es heute hier zum Teil zumindest begonnen hat, da weiterarbeiten, dann sind wir, glaube ich, auf dem richtigen Weg.
Und dann hat der Produktionsstandort und auch der Stahlstandort Deutschland und Europa eine Zukunft. Herzlichen Dank. Und nun erhält die Kollegin Bärbel Höhn für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen das Wort.